ist übrigens auswärts der Kampf der Bienenwald. Der mittlerin in der Bienenwald, der ist der River Lauter. Schön. Und over the Lauter River, der kam die Elfesas. Very different people. Gute Stimmung mit dem Duo Spitz und Stumpf. Stimmung aus einem traurigen Anlass. Denn im Neustadter Klemmhof sind schon lange die Lichter ausgegangen. Der 7000 Quadratmeter große Komplex steht auf nassem Boden. Unter der Tiefgarage werden bis zu 65.000 Liter abgepumpt. Stündlich. Der Untergrund ist ausgespült und jetzt droht dem Klemmhof der Einsturz. Nur noch mit Feuerwehrbegleitung haben die Bewohner für ein paar Minuten Zutritt zu ihren Eigentumswohnungen. Aber wohnen geht hier nicht mehr auf unbestimmte Zeit. Saalbau Neustadt. Mit einem großen Benefizkonzert sollen nun die 130 betroffenen Bewohner profitieren. Denn die werden die Kosten der Sanierung zu tragen haben. Die ausverkaufte Veranstaltung ist eine groß angelegte Solidaritätsbekundung von Publikum und den Künstlern. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Das ist unsere Stadt. Die Anwohner des Klemmhofs sind unsere Nachbarn. Und da müssen wir alle mobilisieren, dass sie mithelfen und Nachbarschaftshilfe leisten, natürlich. Von namhaften regionalen Künstlern bis zu Schulchören. Die 200 Mitwirkende des Abends waren schnell bereit, denn die Situation macht alle betroffen. Ich denke, es ist schon nicht sehr schön, in einem Hotel zu leben auch und dann auf Dauer. Man hat seine eigenen Sachen wahrscheinlich gar nicht mehr, die sind noch zu Hause und man kann nicht rein. Die Türen sind verschlossen, also ich finde es nicht sehr gut. Die Blue Note Big Band ist nur eine von vielen Höhepunkten des langen Abends. Also ich persönlich bin ja skeptisch, ob das wirklich noch zu retten ist. Man weiß es nicht und ich drücke dann alle Daumen, dass es halt noch klappt. Es ist schlecht. Es ist schlecht, sich vorzustellen, mit sowas umzugehen. Es ist schon schwer. Deshalb finde ich es umso schöner, dass sich die Künstler jetzt zusammengefunden haben und das in ganz schnell organisiert haben. Und es ist einfach überwältigend, die Resonanz. Nach ersten Schätzungen bringt der Abend gut 20.000 Euro ein. Falls eine Sanierung gelingt, kostet das die Bewohner mindestens 6 Millionen. Das ist alles wohlwollend und positiv und soll eigentlich der Auftakt eines Spendenmarathons sein, der Nachhaltigkeit mit sich bringt, dass viele andere Unternehmen und Gruppierungen weitere Spendenaktionen für diese Anwohner durchführen. Sicher ist der Benefizabend nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Für die Bewohner aber könnte er ein Zeichen sein, dass die Öffentlichkeit Anteil an deren Schicksal nimmt.